hier den Benedikt Theuer von WS Audiology im Interview. Bene, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen und natürlich erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, hi, sehr gerne. Also, Benedikt Theuer arbeitet bei der Firma WS Audiology als Innovation Strategy Manager. WS Audiology ist einer der größten Hörgerätehersteller weltweit, hervorgegangen aus der Firma Sivantos, ehemals Siemens Audiology, und jetzt kürzlich in einem Merger zusammengekommen mit der Firma Widex aus Dänemark, auch ein Hörgerätehersteller. Kannst du uns ein paar Grunddaten mal geben? Wie viele Menschen arbeiten bei euch insgesamt weltweit? Und wie funktioniert eigentlich so der Hörgerätemarkt? Und in welcher Position seid ihr da? Seid ihr da der Weltmarktführer oder wie seid ihr da aufgestellt? Ja, gerne. Also WS Audiology hat im letzten Jahr kombiniert die Umsätze aus ehemals Sivantos und Widex etwa 1,67 Milliarden Euro umgesetzt. Wenn man die Hörgeräte weltweit zählt, dann sind wir schon Weltmarktführer. Wenn man auf den Umsatz schaut, dann sind wir da nicht ganz die Nummer eins. Da gibt es noch wen in der Schweiz, der ist ein bisschen größer. Das liegt dann daran, dass die in der Wertschöpfungskette einfach ein bisschen mehr integriert haben. Das heißt, die haben mehr Retail-Shops. Hörgeräte sind ein relativ komplexes Produktkonsortium. Also das Hörgerät an sich ist einfach erklärt. Es verstärkt die Umgebungslautstärke in einer Art und Weise, dass der Schwerhörige wieder hören kann. Also es passt, wird auf den individuellen Hörverlust des Kunden eingestellt. Der Weg dahin, so ein Hörgerät zu bekommen, ist aber tatsächlich recht unterschiedlich. Das heißt, je nachdem, in welchem Markt wir uns befinden, gibt es da verschiedene Regulatorien, verschiedene Prozesse, die da ablaufen. Ich erkläre einfach mal den in Deutschland, weil der auch recht anschaulich ist und, glaube ich, gut verständlich. Wenn man Hörverlust hat, das muss man A, erstmal selber sich eingestehen oder jemand von außen sagt einem, naja, geh doch mal deine Hören testen lassen. Dann muss man final einfach mal zum Hörtest gehen beim Halsarten-Ohrenarzt und der wird einem dann entsprechend zur Verlust ein Rezept ausstellen. Und mit dem Rezept geht man dann zum Hörgeräteakustiker. Das ist ein spezieller Ausbildungsberuf, der sich darauf spezialisiert hat, eben das Hörgerät dem Kunden entsprechend auszuwählen, zu verkaufen und dann auch anzupassen, das heißt auch auf dem Weg den Kunden am Anfang zu begleiten. Und das ist auch durchaus etwas komplexer, als man es im ersten Moment denken mag. Denn das Hörgerät schafft es eben nicht wie eine Brille im ersten Schritt aufsetzen und man hört wieder. Ja. Sondern es wird nie wieder ganz die Performance erreichen, so wie man ursprünglich mal gehört hat. Das ist einfach technisch bedingt so. Das Hören ist ein sehr komplexer Vorgang. Und man braucht eben eine gewisse Gewöhnungszeit auf dieses neue Hörerlebnis, was so eine gewisse Anfangsphase ist. Und in der Zeit braucht es eben Begleitung vom Hörgeräteakustiker für den Endkunden. Genau. Das heißt, ihr habt eine Wertschöpfungskette, sage ich mal, wo ihr auf der einen Seite den Consumer habt, der das Hörgerät nachher eben trägt und auch benötigt. Dazwischen, wie ich das verstanden habe, ist der Hörgeräteakustiker und davor kommt wahrscheinlich der HNO oder der Hausarzt, der eben die Schwerhörigkeit oder den Bedarf einer Hörunterstützung feststellt, entsprechendes Rezept ausstellt und so weiter. Nur mal Interesse habe. Ist das eine Situation, die wir jetzt vor allem im europäischen Markt sehen? Ist das in den USA genauso? Ist das in Emerging Countries, also in China oder auch in anderen asiatischen Ländern oder in Lateinamerika genauso? Oder wie schaut denn eure Wertschöpfungskette in anderen, sag ich mal, Kulturkreisen oder eben Wirtschaftsräumen aus?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe es, glaube ich, eingangs kurz erwähnt. Je nachdem, in welchem Land man sich befindet, gibt es da sehr unterschiedliche Wege, wie es vertrieben wird. Ich würde mal sagen, in den etablierten Märkten, das ist dann eben vor allem Europa, USA, ist der Prozess relativ ähnlich. Da gibt es dann nochmal Unterschiede, wie zum Beispiel in England. Da werden die Hörgeräte über die NHS, National Healthcare, verteilt und eben auch eingekauft. Aber prinzipiell gibt es da auch noch Hörgeräte, Akustiker, die einzeln Geräte verkaufen. Dann gibt es in den USA natürlich den großen Unterschied, dass die Kostenstrukturen andere sind. Das heißt, nicht alle Leute haben eine Versicherung. Das heißt, auch nicht jeder kann sich ein Hörgerät leisten. Und dementsprechend versucht man natürlich über andere Wege das möglich zu machen, aber generell, und das trifft alle Märkte weltweit, sehen wir eigentlich eine Unterversorgung. Das heißt, viele Leute, die eigentlich von einem Hörgerät Nutzen ziehen könnten, haben kein Hörgerät oder haben keinen Zugang dazu. Und wenn wir jetzt dann in die nicht, noch nicht so entwickelten Märkte, Schwellenländer oder Entwicklungsmärkte schauen, dann ist das viel dramatischer. Und das liegt dann nicht nur daran, dass eben die Leute weniger Kaufkraft haben, um sich so ein Hörgerät zu leisten oder eben keine Versicherung haben, sondern es liegt auch am Zugang dazu. Das heißt, wenn wir jetzt uns China mal rausnehmen, das ist ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt für uns, weil die Kaufkraft eben steigt, der Wohlstand steigt, das heißt auch die Ansprüche an die Gesundheitsversorgung steigen. Dann gibt es aber keine Hörgeräteakustiker, die wir da haben. Das heißt, da ist einfach keiner, der das auf unserem bestehenden, etablierten, bekannten Kanal verkaufen könnte. Das heißt, da braucht man eine neue, innovative Lösung. Wie kommt das Hörgerät zum Endkunden? Sehr spannend. Also, wie ich das verstehe, habt ihr einen erstmal, sag ich mal, per se wachsenden Markt. Ihr habt du hast gerade eben Innovation erwähnt. Also, ihr habt jetzt quasi komplett neue Käufergruppen. Ihr habt einen Bedarf. Das heißt also, der Bedarf an Hörgeräten ist entsprechend vorhanden. Und jetzt gibt es eben hier auch Käufergruppen, die sich sowas inzwischen durchaus leisten können. Aber es fehlt eben manchmal der Zugang zu dem Markt oder es fehlt auch der entsprechende Prozess, den du gerade beschrieben hast, das heißt, sowas wie Hörgeräteakustiker ist gar nicht bekannt oder ist gar kein Beruf sozusagen und die Strukturen außenrum sind auch anders. Da könnte ich mir vorstellen, ist ein gewisser Innovationsbedarf, sage ich mal, der vielleicht auch bei dir liegt. Aber vielleicht kannst du uns zunächst mal beschreiben, was machst du eigentlich den ganzen Tag als Innovation Strategy Manager? Ja, also vielleicht darf ich kurz dazu sagen, das mache ich nicht alles alleine, die Innovationsmanagementarbeit, sondern das ist ein Team bei uns, in dem ich mit drin bin. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, den gesamten Innovationsprozess zu begleiten. Das heißt, wirklich von der Strategieentwicklung, wo wir uns anschauen, was sind denn die Trends, die Zukunftsszenarien, was sind die Handlungsfelder, die für die Hörgerätebranche für uns in Zukunft wichtig sein werden, bis hin dann zum Aufsetzen, Steuerung von Innovationsprojekten und dann bis hin zur Begleitung der Projekte in die Produktentwicklung und damit eben auch bis zur Markteinführung sozusagen sind wir bei den Themen mit dabei. Das heißt, für uns ist die Hauptaufgabe eigentlich dafür zu sorgen, dass unsere Firma und damit eben vor allem unsere Entwicklung immer die richtigen neuen Themen in der Pipeline hat. Das ist unsere Kernaufgabe. Und da haben wir uns einen relativ strukturierten Prozess definiert, den ich dann sozusagen überwache, wo wir wirklich anfangen, Strategiedefinition, Weiterentwicklung von einzelnen Themen in den Handlungsfeldern und dann wirklich in die Produktentwicklung zu überführen. Das ist so grob meine Aufgabe. Und dabei fällt dann eben durchaus die Frage auf, welche Produkte, welche Lösungen haben wir denn für neue Märkte? Und die eigentliche Entwicklung, das machen wir dann nicht alleine. Da haben wir dann eben entsprechend auch Teams, die im entsprechenden Land vor Ort sind, die diese Lösung mitentwickeln. Aber wir versuchen immer von der technischen
Seite zu unterstützen und gleichzeitig eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Verrätst du uns denn, wie groß das Team ist? Also wir sind jetzt insgesamt 5 Kollegen uns in Deutschland, in Erlangen am Standort, und dann haben wir noch einen Kollegen, der in Dänemark sitzt, in Singapur. Und dann nahe bei uns sitzt dann sozusagen noch die Patentabteilung. Das ist ja auch recht wichtig. Alle guten Ideen, die wir haben, die müssen auch hinreichend abgeklopft und gesichert sein. Jetzt hast du gesagt, ihr fangt an bei dem Strategieprozess. Ihr guckt euch dann entsprechende Szenarien an. Das macht ihr auch trendbasiert. Dann geht es in Handlungsfelder und dann geht es eben entsprechend in Richtung Portfolio, Projekte und die Umsetzung. Und da seid ihr überall mal mehr und mal weniger treibend mit dabei. Und dazu meine Frage, wie viel Handlungsfelder guckt ihr euch denn da an? Ich frage jetzt mal bewusst nicht welche, ist schon klar. Aber wie viel von diesen Handlungsfeldern kann man denn überhaupt, sage ich mal, intensiv bearbeiten mit einem Team, wie du sagst, von jetzt aktuell 6 Leuten? Und wie oft macht ihr so einen Strategieprozess und wie oft guckt ihr euch an, sind wir da noch auf dem richtigen Weg oder müssen wir ein Handlungsfeld entsprechend anpassen oder vielleicht sogar verwerfen und durch ein neues ersetzen? Also grundsätzlich machen wir, ich würde sagen, das große Strategie-Update in einem Rahmen von 2 Jahren. Das heißt, da schauen wir uns wirklich alle großen und kleinen Trends an, fragen uns, wie haben die Einfluss auf uns, aufeinander und eben auch auf andere, auf unseren Markt, auf unsere Kunden, auf den Verkaufskanal? Und wie sehen da auf dieser Basis dann eigentlich die Hörlösungen der Zukunft aus? Das ist dann sozusagen die Szenarioentwicklung, die wir da machen. Wie sehen denn die Hörgeräte in 5 Jahren aus? Wie kommen die in 5 Jahren denn zum Kunden? Oder gibt es in 10 Jahren vielleicht eine Technologie, die das Ganze komplett umdrehen wird? Das sind so die, sagen wir mal, die Ausgangspunkte, die wir uns anschauen. Und auf der Basis schauen wir dann eben entsprechend Relevanz, entsprechend Impact, entsprechend aber auch Potenzial für uns als Firma. Also was können wir vielleicht besonders gut? Schauen wir uns die entsprechenden Felder an und sagen, das sind jetzt die Handlungsfelder, Innovation Fields, die vielleicht die Lösungsbäume aufspannen, die für uns dann heißen, in diesem Bereich sollten wir entwickeln, hier sollten wir uns umschauen. Und das ist dann für uns erstmal die Ausgangslage, um zu schauen, wir haben diese Handlungsfelder, wir sind uns sicher, dass hier Potenzial drin steckt, dass sie eine hohe Relevanz haben. Was haben wir gerade für Innovationsprojekte in unserer Pipeline? Haben wir da welche, die da matchen, die da vielleicht schon in diese Richtung arbeiten? Oder haben wir ein Handlungsfeld, wo wir vielleicht nur von 60 Projekten nur ein Projekt haben, was da reinschaut? Dann sollten wir da aktiv sein. Und wenn wir diesen Prozess abgeschlossen haben, und da, wie gesagt, sind wir vielleicht in einem 2-Jahres-Takt mit einem Update jedes Jahr, wo wir dann ein kleineres Update dann machen, dann fangen wir auf der Basis an zu sagen, jetzt müssen wir Themen identifizieren, die wir hier reinbringen können, die das Handlungsfeld mit Leben füllen. Und da geht es dann eben wirklich in die Projektarbeit. Das heißt, da muss ich Vorentwicklungsprojekte aufsetzen, zusammen mit Entwicklungspartnern, mit Unis, mit Startups, um entsprechend diese Felder mit Inhalt zu füllen und dann diese Projekte auch in die Organisation tragen. Und das sehen wir dann auch als Aufgabe von unserem Team, dass wir wirklich Projekte so lange begleiten, bis sie eigentlich einen Platz im Unternehmen gefunden haben. Denn es ist ja klar, wenn ich ein neues Thema habe und eine bestehende Entwicklung, dann fühlt sich da erstmal keiner für verantwortlich. Das heißt, da muss man auch einfach viel Überzeugungsarbeit am Anfang leisten. Das ist auch, glaube ich, eine ganz essentielle Aufgabe vom Innovationsmanagement. Wie viele von diesen Handlungsfeldern bearbeitet ihr denn parallel in so einem Strategiezyklus von, wie du gesagt hast, 2 Jahren? Also wir haben aktuell 7 Handlungsfelder und wir sind gerade dabei, da ein Update zu machen. Wie gesagt, wir sind gerade erst durch einen Merger gegangen mit einem Wettbewerber. Das heißt, die haben Handlungsfelder, wir haben Handlungsfelder und wir müssen jetzt sehen, wie unsere Strategie da zusammenwächst. Das heißt, gehen wir mal von 7 aus.
dann können wir natürlich nicht als Team für jedes Projekt, Entschuldigung, für jedes Handlungsfeld zig Projekte starten. Was wir aber tun, wir sind da in einer funktionalen Organisation unterwegs, ist, dass wir uns eben die entsprechenden Experten aus der Linie zusammenholen und sagen, was können wir in diesem Bereich machen? Das heißt, wir steuern eigene Projekte zusammen mit Experten bei uns aus der Entwicklung und haben dann aber auch noch Projekte, die, sagen wir mal, von kleineren Teams in der Entwicklung alleine laufen und die natürlich dann diese Handlungsfelder befüllen. Das heißt, es ist nicht an uns, alle Innovationsprojekte zu steuern, sondern es geht mehr darum zu sagen, wir haben den Überblick, was läuft in den verschiedenen Bereichen, was läuft vielleicht so wenig und da gehen wir dann aktiv rein als Team und sagen, das Projekt, das starten wir jetzt mal selber und schauen, wie weit wir kommen. Du hast drei Dinge erwähnt in der Umsetzung. Du hast gesagt, ihr schaut zum einen mal euer Projektportfolio an und macht da einen Abgleich mit den Handlungsfeldern. Und dann sagt ihr, okay, in welchem Handlungsfeld sind wir eh schon gut unterwegs? In welchem Handlungsfeld brauchen wir vielleicht noch mehr, um das entsprechend zu füllen? Ja? Und dann hast du gesagt, ihr guckt euch da an, kann man da mit Partnern arbeiten? Kann man da mit Startups arbeiten? Und kann man da vielleicht mit Universitäten, Hochschulen arbeiten? Und dazu mal eine Frage. Also es sind zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Dieser Portfolio-Abgleich. Also haben wir im Handlungsfeld da schon Projekte? Und wenn wir da Projekte haben, welchen Impact haben die? Habt ihr da ein festgelegtes Set an Kennzahlen, wo ihr sagt, okay, mit dem Produkt, das da entwickelt wird, mit dem Service, der da entwickelt wird, erwarten wir einen gewissen Umsatz in 2 Jahren, in 5 Jahren? Oder wie macht ihr das eigentlich, um festzustellen, ist unser Innovationsportfolio in Balance sozusagen? Oder ist es strategisch sauber ausgerichtet? Habt ihr da eine gewisse Methodik dafür? Also ich glaube, unsere Handlungsfelder sind so definiert, dass sie noch schwer zu quantifizieren sind. Das heißt, wir schauen durchaus weit voraus, 5 bis 7 Jahre. Man muss ja auch immer noch sehen, wir sind zwar sehr schnell im Innovationszyklus, Hörgeräte können bei uns innerhalb von 2 Jahren entwickelt werden, aber es sind Medizinprodukte, das heißt, jede Funktion muss irgendwie sicher sein, sie muss entsprechend getestet sein, sie muss entsprechend validiert sein. Das heißt, wir schauen da durchaus über einen längeren Zeithorizont und gerade wenn es jetzt dann um die Plattformentwicklung geht, das heißt um die Chips, die im Hörgerät selber die Algorithmen eigentlich umsetzen, da ist der Zeitraum etwas länger. Das heißt, wir müssen, um überhaupt auch neue Produktideen umsetzen zu können, durchaus weit vorausschauen. Damit lässt sich dann aber ein Handlungsfeld schwer quantifizieren. Ja, also wir haben natürlich Annahmen, wie sich unser Markt entwickelt in den verschiedenen Bereichen. Wir haben Annahmen, wie unsere Preise sich entwickeln, unsere Preisstruktur sich vielleicht entwickelt. Aber wie viel Wert dann in einer Innovation steckt, die in 7 Jahren dann vielleicht auf den Markt kommt, ist natürlich etwas schwer zu quantifizieren. Was man aber machen kann, und das machen wir recht aktiv, ist eben zu schauen, naja, wir haben ein Innovationsbudget von x Millionen. Wie viele Millionen sind denn jetzt gerade in den inkrementellen Projekten drin? Und wie viele sind vielleicht die etwas radikaleren, die wirklich weit vorausschauen? Das heißt, da schauen wir, was ist denn Technology-Level und was ist eigentlich Market-Level? Wie neu ist es? Und wenn das beides sehr neu ist, dann ist das radikal. Das heißt, das ist so eine Kennziffer, die wir nutzen und schauen eben, wie viel von unserem Budget, wie viel unserer Zeit in der Entwicklung stecken wir in diese Projekte. Und das kann ich natürlich dann entsprechend auf die Handlungsfelder auch nochmal anwenden. Das heißt, ich muss immer schauen, dass ich eine Balance habe in allen Innovationsfeldern. Projekte, die einfach sind und ein relativ klares Ziel haben, wo man sagt, ja, wenn das klappt, dann haben wir in 4 Jahren ein neues Feature im Gerät. Aber auch Projekte, die durchaus etwas weiter rausschießen, sagen, naja, das Thema ist wichtig, aber vielleicht müssen wir jetzt erstmal mit Kunden sprechen und rausfinden, wäre das überhaupt cool, wäre das überhaupt eine Lösung, die da sinnvoll ist. Und gerade da geht es ja dann auch darum, und das haben wir auch in unserem Prozess definiert, dass man bei den Themen, die etwas
Phase sie sind, durchaus auch früh versucht, Kunden mit einzubeziehen und erstmal rauszufinden, was sind denn überhaupt die Needs, die wir da in Zukunft adressieren wollen und können wir uns vorstellen, dass die sich da entwickeln. Verstanden. Kannst du uns da ein Gefühl geben, wenn du sagst, inkrementell versus radikal, in Prozent, ist es 80-20 oder 90-10 oder? Also ich glaube, 80-20 ist ganz gut. Ich glaube, wir haben, okay, wir haben verschiedene Kategorien definiert. Wenn man jetzt sagt, wir haben so die Moonshots, dann haben wir noch die Projekte, die einen extremen Schritt in der Technologie bringen würden. Und dann haben wir die Projekte, die vielleicht technologisch nicht neu sind, aber durchaus eine Marktinnovation wären. Und dann haben wir noch die inkrementellen. Das heißt, da haben wir so vier Felder definiert. Und dementsprechend haben wir das dann so auf 10, 15, 15, 70 sowas aufgeteilt. Aber das ändert sich dann auch je nachdem, mit wem man spricht und je nachdem, wer bewertet, was denn jetzt eigentlich radikal ist. Verstanden. Du hast davon gesprochen, ihr sucht euch dann entsprechend teilweise, wenn ihr es nicht alle selber machen wollt oder könnt, auch entsprechende Partner, arbeitet auch mit Startups zusammen und auch mit Hochschulen. Was würdest du sagen, ist da ein erfolgsversprechender Weg? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, das erzählt momentan jeder. Ohne Partnerschaften geht es nicht mehr. Wir gucken uns ganz viele Startups an, wir machen da in der Szene und machen da Inkubatoren und so weiter. Und dann liest man wieder in einschlägigen Publikationen, der Erfolg ist äußerst mäßig. Das heißt, da werden Einheiten aufgebaut und nachher wieder abgebaut und so weiter. Was würdest du denn sagen, ist da bei euch aktuell der Weg und was sind so die Erfolgsfaktoren, um eben mit Partnern und mit Startups und mit Hochschulen so zu arbeiten, dass nachher für alle Beteiligten was rauskommt und insbesondere natürlich für euch was rauskommt? Ja, das ist keine leichte Frage. Also ich glaube, den goldenen Weg, der ist da schwer zu beschreiben. Was uns gut funktioniert, sind Hochschulkooperationen, weil wir da aber auch einfach schon sehr lange in der Forschung unterwegs sind. Also gerade was das Hören natürlich angeht, machen wir viele Forschungsprojekte mit den entsprechend einschlägig bekannten Universitäten, auch wieder in der Hörforschung, wo wir durchaus Moonshot-Projekte anschauen, also wirklich schauen, zum Beispiel, wie könnte ich das Hörvermögen anhand von EEG-Signalen ableiten und dementsprechend mein Hörgerät kalibrieren. Ja? Also wirklich die ganz weit rausschauen, aber dann vielleicht auch etwas konkretere Forschungsprojekte, wo ich mir dann einen konkreten Benefit von einem Feature anschaue und das dann klinisch zusammen mit einer Uni validieren lasse. Das heißt, da sind wir, glaube ich, einfach gut aufgestellt. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, Startup-Kooperation ist irgendwie ein Hype-Thema, ist irgendwie spannend. Klar, bei uns ist es so, dass wir einen durchaus strukturierten Scanning-Prozess haben. Das heißt, wir wollen immer die Übersicht behalten und das machen wir dann auch softwaregestützt mit der Datenbank, wo wir eben schauen, was sind die Startups, die sich A, in unseren Markt reinbewegen, die aber vielleicht auch B, Technologie haben, die sie jetzt nicht unbedingt für Hörgeräte erstmal entwickelt haben, die aber für uns spannend wäre. Das heißt, da haben wir erstmal einen großen Überblick. Und dann, wie wir dann auf die Startups zugehen, das ist dann durchaus verschieden, weil es einfach entsprechend auch verschiedene Anwendungen gibt. Und ich glaube, das lässt sich schwer in einem Prozess fassen, weil sonst wäre es ja keine Innovation, wenn es nicht irgendwie neu wäre und schon einen Platz in der Firma hätte. Habt ihr denn mit Startups schon mal was gemacht, worüber du berichten kannst? Also was vielleicht schon am Markt ist oder was man schon mal positioniert hat, was vielleicht noch nicht mehr so ganz so geheim ist? Naja, also wir haben recht erfolgreiche Startup-Akquisitionen. Ein ganz spannendes Beispiel ist der Audi Bene, was ein Startup ist, was in Berlin groß geworden ist und vor 3 Jahren auch, ich glaube inzwischen vor 4 Jahren von uns akquiriert wurde. Und die machen Online Lead Generation. Das heißt, wenn jetzt jemand Hörgeräte googelt und schaut, oder sucht, sagt, ich brauche ein Hörgerät, was kostet ein Hörgerät?
dann sind die ganz gut darin, diesenjenigen zu finden und auch ihn auf ihre Homepage zu leiten und zu sagen, hier haben wir Informationen, wenn du mehr wissen willst, rufen wir dich gerne an. Und dadurch kommen sie quasi an Kunden, an Erstkunden, die jetzt online nach Hörgeräten suchen. Und damit hat man sozusagen den ersten Schritt in der Wertschöpfungskette, der sonst nicht digital passiert, digitalisiert. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Und wir haben inzwischen sehr viele Erfolge mit Audibene zusammen. Einerseits, was eben Wachstum angeht, aber wir haben durchaus auch Produkte mit Audibene entwickelt. Und da hilft uns dann einfach auf die Struktur von einem Startup, dass sie manchmal ein bisschen schneller sind, dass da schneller Lösungen bereitstehen, als es vielleicht in einem etablierten Konzern so ist. Und das ist natürlich dann auch nicht immer ganz leicht. Ja? Treffen dann durchaus auch unterschiedliche Kulturen aufeinander, aber ich würde sagen, bisher war das eher bereichernd für uns als Firma. Da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt. Man behauptet ja so, also ich sage einfach mal Mann, dass etablierte Unternehmen, die lange Zeit, Jahrzehnte erfolgreich am Markt unterwegs sind, sich unglaublich schwer tun, zu innovieren an sich. Weil man einfach sagt, das Geschäft funktioniert, der Markt wächst nach wie vor, die Margen sind gut. Warum soll ich jetzt Geld in die Hand nehmen? Warum soll ich ein Risiko eingehen mit genau den Themen, die du vorhin angesprochen hast, mit den Moonshots, mit den disruptiven Themen und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es eben Startups gibt, die das durchaus riskieren. Es gibt ja aber auch durchaus andere Branchen, die in einer etablierten Branche wildern können. Also die großen VUCA Companies aus den USA und aus Asien zum Beispiel. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Also seid ihr in der Lage zu innovieren, auch durchaus disruptiv zu innovieren? Oder würdest du sagen, play it safe, wir beherrschen unser Business, da werden wir auch schön dabei bleiben und wir werden dann gucken, dass wir von außen immer wieder uns Inspiration da holen und vielleicht einen Zukauf machen oder so? Ja, also es ist natürlich so eine Frage, wie man dann Innovation und vor allem eben Disruption definiert. Ja, also wenn wir uns unsere Produkte anschauen und dann unseren Vertrieb dazu fragen, dann würde ich sagen, ja, wir haben auf jeden Fall technologisch disruptive Produkte. Das heißt, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren die erste Telecare-Solution gelauncht. Das heißt, da kann der Hörgeräteakustiker über Smartphone mit seinem Endkunden per Skype oder per Videocall kommunizieren. Und er kann sogar dann eben Einstellungen auf dem Hörgerät online ändern. Ja, das war ein durchaus technologisch disruptives Produkt für den Markt. Dieses Jahr haben wir einen Digital Assistant, also einen Assistenten, ähnlich wie Siri, gelauncht für den Endkunden. Das heißt, der Endkunde hat einen Assistenten, mit dem er kommunizieren kann, der ihm einfache Fragen zu seinem Hörgerät und zur Funktionalität beantworten kann, aber eben auch tatsächlich Einstellungen am Hörgerät anpassen kann, wenn der Kunde das denn wünscht. Das heißt, da sind wir eigentlich schon, würde ich sagen, technologisch bei nennenswerten Innovationen. Meine Definition von Disruption ist aber, dass man wirklich die Spielregeln im Markt ändert, also dass sich grundsätzlich am Geschäftsmodell was ändert. Und ich glaube, das ist wiederum in einem bestehenden Unternehmen schwer, weil man muss ja dann die Leute, die dieses Geschäftsmodell betreiben, die das weiterentwickeln, dazu bringen, das Modell komplett über den Haufen zu werfen und nochmal neu zu denken. Und ich glaube, da tun sich einfach viele etablierte Unternehmen schwer. Und da kann es dann durchaus auch Sinn machen, Zukäufe zu machen, wie zum Beispiel bei uns mit Audibene. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, wo man einfach einen Teil der Wertschöpfungskette digitalisiert hat und das dann eben akquiriert hat. Oder dass man wirklich einzelne Teams aufsetzt, die ganz losgelöst von der Entwicklung oder von der gesamten Firma sogar neue Lösungen entwickeln dürfen. Und ich glaube, unser Beispiel da für China, wo wir tatsächlich ohne Hörgeräte, Akustiker über einen ganz speziellen Weg online Hörgeräte vertreiben können,
ist da ein Paralbeispiel, weil das wirklich von einem Team entwickelt wurde, das dezidiert diese Aufgabe hatte, denkt euch eine neue Lösung für diesen Markt aus, die da funktionieren kann. Und die haben da recht lange verschiedene Lösungen schnell ausprobiert, fail, but fail fast, ja, und haben tatsächlich jetzt eine Lösung gefunden, die sehr gut funktioniert. Und das haben sie, glaube ich, eben nur in dieser Geschwindigkeit geschafft, weil sie etwas losgelöst waren von der bestehenden Struktur. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ihr macht auf der einen Seite Geschäftsprozessinnovation. Ja, wie du gesagt hast, also der Go-to-Market in China zum Beispiel ohne den Hörgeräteakustiker ist erst möglich, wenn ich da einen Prozess dazu habe und auch die richtigen Tools dafür habe. Dann macht ihr ja eigentlich auch eine Geschäftsmodellinnovation, also sage ich mal mit Telecare zum Beispiel oder auch der Digital Assistant, der zumindest mal dem Kunden andere Art von Services bietet oder möglicherweise auch eine andere Art von später mal Bezahlmodellen und so weiter bietet. Ja. Dann habe ich verstanden, macht ihr, wenn es drauf ankommt, auch mal eine Akquisition mit einem Startup, hast du erwähnt, wo ihr eben euch Kompetenzen zukauft, wo man sagt, da geht es eben schneller oder das ist auch einfach pragmatischer, da muss ich jetzt nicht das alles auch komplett selber machen und beherrschen. Da sind die einfach ein bisschen fixer unterwegs, sage ich mal, und dann kauft man sich das Know-how entsprechend ein. Das heißt, eigentlich macht ihr ja diese ganzen Aspekte, die man so im Innovationsmanagement betrachtet, in der kompletten Bandbreite. Und dazu hast du noch gesagt, ihr habt durchaus ein paar Moonshots im Gepäck, einmal auf der technischen Seite, also auf wirklich der Kernentwicklung im Produkt selber, aber durchaus auch bei Geschäftsmodellen und bei Geschäftsprozessen und guckt, dass ihr da das richtige Portfolio beieinander habt, ich sag mal die richtige Innovationsportfolio-Balance. Immer in der Abstimmung mit den Handlungsfeldern, die wiederum in einem Zweijahreszyklus aus der Strategie entsprechend abgeleitet werden und dann entsprechend dynamisch angepasst werden über die Zeit. Könnte man das erstmal so zusammenfassen? Ja, ich glaube, ganz wichtig, also es war super zusammengefasst, ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir das natürlich nicht alles alleine machen. Ja. Also wir sind ein kleines Team in der Entwicklung und wir sind dann vor allem immer für die technische Bewertung dabei, aber natürlich bei einer Akquisition, da gibt es dann das entsprechende Team, das das steuert und wie gesagt, das Team, was die neue Lösung für China entwickelt hat, das wurde stark von uns unterstützt, aber natürlich waren da auch andere Experten mit dabei. Also ich glaube, das ist auch vielleicht noch eine ganz wichtige Botschaft, egal wo das Innovationsmanagement aufgehangen ist, es muss halt oft einfach ein Brückenschlagen zu anderen Teams, zu anderen Funktionen in der Firma und da auch durchaus ein Kommunikationskanal sein für diese neuen Themen, die vielleicht noch keinen Platz in dem Unternehmen gefunden haben. Und diese Zusammenarbeit zu steuern, zu begleiten und zu unterstützen, wo man kann, das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Aufgabe. Und dann ist es eben nicht nur das technische Team, was dieses Thema rockt, sondern eben eine Gesamtheit im Unternehmen. Bene, vielen Dank erstmal. Ganz am Schluss die letzte Frage noch, ganz persönlich. Was macht denn dir an deinem Job am meisten Spaß? Können auch mehrere Dinge sein. Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Hauptaufgabe des Innovationsmanagers ist, sich immer wieder mit neuen Themen zu befassen. Das heißt, wirklich zu schauen, was sind die neuen Trends, wie funktionieren die neuen Technologien und was hat das für einen Impact auf unsere Arbeit, auf unsere Produkte, auf unsere Firma. Und das ist durchaus die Herausforderung und der Reiz, der für mich eigentlich der Job des Innovationsmanagers ausmacht. Ich glaube, wenn man das als Innovationsmanager nicht macht, dann macht man wahrscheinlich was falsch. Und ich glaube, der zweite Punkt, der mir einfach viel Spaß macht, ist, dass man neue Themen einfach strukturieren muss. Man muss schauen, wo können wir diese Themen jetzt platzieren? Wie machen die bei uns Sinn? Wen muss ich da vielleicht für begeistern? Und das dann eben in einer strukturierten Art und Weise zu tun und immer wieder sich neu zu fragen, wie machen wir das jetzt am besten? Das ist so die zweite Herausforderung, die mich, würde ich sagen, am meisten reizt und die mich wahrscheinlich noch lange in diesem Job halten wird.
Bene, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Insights aus deinem Job als Innovation Strategy Manager bei WS Audiology. Ganz, ganz spannend. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald persönlich. Alles Gute, auf bald. Dankeschön. Bis bald.